Ja, servus, willkommen zu einer neuen Runde. Let's Play Heavy Metal Fake 2. Wir sind mitten beim Boxkampf und versuchen uns gerade dem Herrn Taylor zu entledigen. Bei der letzten Versuch sind wir nicht ganz so erfolgreich gewesen. Darum versuchen wir es erneut. Okay. Schnell den Speicherstand geladen, auf die richtige Bewaffnung gewechselt und geflüchtet. Er kriegt erstmal ein paar von der Bazooka. Ja. Runterfallen sollten wir vielleicht nicht. Okay. Das heißt einmal kurz laden und das Ganze von vorne auf die Bazooka wechseln. Mit der Bazooka machen wir erstmal ordentlich Schaden. Alles andere wäre jetzt ein bisschen doch vermessen. Er geht wieder in diese lustige Haltung und wir saugen ihm einfach mal recht das Wasser weg. Oh. Schnell auf die Bazooka gewechselt, um wieder ein bisschen Damage zu machen. Oh. Da hat er wieder eins, noch eins und noch eins. Ja, der Herr hat seinen Arm verloren. Ja, bevor er seine Fiole nimmt, ja. Aha. Da hat Tyler gerade sein schickes Schwert verloren. Was wir sehen, dass wir das bekommen. Aber erstmal, denke mal, ein bisschen Health einsammeln. Dann brauchen wir ein bisschen Munition. So, jetzt haben wir Tyler einmal genug beschäftigt. Und wir können uns auf den Weg machen, das Schwert einzusammeln. Tyler's Sword of Light. Ja, wir haben das Schwert von Tyler, das Lichtschwert, und sind ein bisschen, ich sage mal, Bazooka-technisch gerade out of armor und wir brennen. Schnell ein paar Äpfel gesammelt. Ja, komm her mit den Äpfeln, da haben wir noch ein bisschen Munition für die Bazooka. Und wir sollten uns mal den nervigen Freund da entledigen. So, wieder zurück auf die Bazooka gewechselt. Und, dem Tyler ein bisschen, paar und. Das war ungünstig gewechselt. Okay, nutzen wir die Gelegenheit mal, Health einzusammeln. Und, okay. Wir sollten mal, die nervigen Freunde entsorgen. Und vielleicht doch wieder mal ein paar Äpfel essen. Kurz auf die Bazooka gewechselt. Hier durchgerutscht. Weil dort haben wir dann natürlich noch ein paar Äpfel mehr. Und dem Herrn Tyler kurz ein paar, tja, das ist jetzt ganz doof. Weil wir sind gerade ein bisschen munitionstechnisch, ein bisschen munitionstechnisch für die Bazooka alle und lebenstechnisch auch ein bisschen ungünstig gerade. Ja, bisschen Munition einsammeln. Alles sehr ungünstig gerade. Ah, Munition für die Bazooka. Auf die Bazooka schnell gewechselt.
und schauen, dass wir da ein bisschen Damage machen. Okay. Ah, jedes Mal wechsle ich zu weit nach unten. Oh, jetzt können wir ein bisschen weiter Energie saugen. Okay, wo ist er jetzt hin? Wir sammeln hier weiter Munition ein. Oh, er macht den Flieger. Wo ist er? So, mal kurz wieder mal gesaved. Wenn wir schon den Herrn Tyler soweit haben. Okay, da sind wir munitionstechnisch gerade wieder mal ein bisschen empty. Was haben wir munitionstechnisch noch da? Die Minigun. Wo haben wir den Onkel Tyler denn? Da nicht, aber dort. So, damit fällt er wieder herunter. Da haben wir ihn dort. Okay, damit ist die auch wieder alle. Okay. Können wir jetzt wieder, dank einer kleinen Munitionsfund. Sind munitionstechnisch sehr ungünstig gerade aufgestellt. Okay, da haben wir wieder ihn eins verpasst. Bisschen Munition sammeln. Oh, Rockets. Genau das, was wir gerade brauchen. Und wir saugen ihm das letzte raus. So, health-technisch sieht es zwar ganz gut aus. So. Geh mal weg, du Nerst. Wir haben ja noch was anderes. So, ganz wichtig ist erstmal Health, denke ich mal. Und wir wechseln mal auf das Lichtschwert, weil damit kann man den Herrn auch ordentlich zusetzen. Und, oh, Rockets. Rockets, Rocket Science. Oh, da haben wir einen. Ach. Erstmal die lästigen Viecher loswerden. Und schnell mal ein bisschen Herz eingesammelt. Ja. Ja, da haben wir noch Herz. Und... und ich hoffe mal, dass wir ihn jetzt langsam mal das letzte rausgehauen haben. Okay. So, kurz gespeichert. Ja. Sollten dringend Health einsammeln und wir brauchen Wasser. Und Rocket Munition. Rocket Munition ist hier. Wasserquelle hätten wir hier drüben. Kurz hier drinnen warten. Oh, jetzt fängt der Herr auch noch an, komisches grünes Zeug auszukotzen. Da haben wir einen von diesen ekligen kleinen Kumpels von ihm. Sollten wir ja schnell mal hier rüber. Munition einsammeln, kurz gespeichert. Wasser brauchen wir dringend.
wo das ein bisschen heiß. Da sind wir down. Ja, das war schon mal soweit ein ganz spannender Kampf. Zum Glück haben wir zwischendurch oft genug gespeichert. Mal gucken, wo der letzte Save Point war. Schnell geladen. Na, hier. Unser Problem sind diese anderen nervigen Freunde, die wir dringend mal entsorgen sollen, damit wir hier Platz zum Operieren haben. Okay, der ist weg. Kurz hier immer wieder mal durchs Wasser gelaufen. So. Und jetzt wieder mal kurz durchs Wasser. Ja, Munition wieder mal alle. Haben wir hier noch was? Ja, wir brauchen dringend diese Äpfel hier. Und einmal kurz hier hinten lang. Okay. Munition für den Bazooka. Super, super. Kurz speichern. Und. Okay. Wieder zurück auf die Bazooka. Und. Schnell. Okay, die sind noch nicht so weit. Die Äpfel waren zum Glück so weit. Hier hinten haben wir noch schnell die anderen Äpfel. Rocket-Munition. Ja, Wasser bräuchten wir. Jetzt bleibt nur noch eins übrig. Und zwar das hier. Wenn wir jetzt schnellstmöglich die Äpfel bekommen. Nein, da sind wir wieder down gegangen. Ja, die letzten Minuten sind doch sehr spannend zu sein. Aber das Ende dieser Folge ist auch schon wieder da, und wie es ausgeht, das sehen wir dann in der nächsten Runde von Let's Play Heavy Metal Fake 2. Ich bin MacDurago, freue mich immer noch gerne über Kommentare.